Herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute, kurz vor der US-Wahl, möchte ich euch die beiden Kandidaten, die es am wahrscheinlichsten werden könnten, noch einmal vorstellen. Auf der einen Seite Hillary Clinton und auf der anderen Seite Donald Trump. Was ihr von mir nicht... So will ich es euch erklären, gibt es durchaus verschiedene Gründe für den einen oder für den anderen Kandidat zu sein. Fangen wir vorne an. Am 8. November wird gewählt. Es ist die 58. Wahl und am Ende steht der 4. Sie hat also, sie war auf einer guten Schule, hat Jura studiert, ist guten Schule gewesen.